Schönen guten Abend, euer Serge Menger. Ja, ich mache momentan mehr Videos als sonst. Erstmal, weil ich dazu die Zeit finde. Es ist Ferienzeit, es ist alles etwas Slow-Mo. Und da prasselt einiges auf einen ein, worüber man sich austauschen möchte, Entschuldigung, sprechen möchte. Und last but not least, weil auch einfach momentan vieles passiert. Ja. Diejenigen von euch, die meine Lebensgeschichte kennen oder meine CV, also meinen Lebenslauf, wissen, dass ich auch mal in Frankreich gelebt habe. Und dann komme ich sofort zum Thema. Ich erziehe meine Kinder, ich bin Vater von 4 Kindern, ich erziehe meine Kinder darauf hin, dass ich denen sage, ihr müsst erfolgreich sein. So erfolgreich wie nur möglich. Versucht die Besten zu sein in all dem, was ihr tut. Erwartet keine Gnade, erwartet kein Mitleid von dieser Welt, weil die Welt ist knallhart. Man bekommt nichts geschenkt. Und bist du erfolgreich und hast es im Leben geschafft, wirst du mehr Neider und Menschen haben, die dich hassen und verachten, als Menschen, die dir applaudieren oder die dir Hand geben, sagen, gut gemacht. Das sind Fakten. Und so erziehe ich meine Kinder. Jetzt werden einige Leute sagen, das ist aber eine harte Aussage für Kinder, so. Oh, das ist aber nicht die beste Erziehung, Herr Menger, pädagogisch gesehen. Und dann lache ich mir nämlich einen kaputt, weil ich mir denke, viele Kinder werden heutzutage zu Weicheiern erzogen. Ja? Keine Ahnung, was sie alles in der Schule lesen, aber wenn ich mich manchmal mit meinen Kindern so über die Sachen unterhalte, die wir damals zu unserer Zeit schon wussten, das nämlich dann mit ganz großen Augen anschauen, dann wird mir klar, warum vieles momentan so passiert, wie es in dieser Welt passiert. Keine Perspektiven, keine Vorbilder. Damals war es noch so, da hat man Vorbilder gehabt. Ja, da wusste man, wow, genauso der will es aber auch schaffen. Aber diese Vorbilder werden immer seltener. Also suchen sich diese Kinder andere Vorbilder. Okay? Was Frankreich angeht, was in den Medien nicht gesagt wird, es wird von Rassismus gesprochen, das ist so. Man erlebt in Frankreich Rassismus, ja, obwohl die wirklich von der Quote her, was Migranten angeht, weit, weit, weit voraus sind, Jahre, Generationen voraus, was Deutschland betrifft. Aber eine Sache wird da nicht gesagt. Hass. Viele dieser Migranten, die ihr dort im Fernsehen seht, kommen aus ehemaligen Kolonien, Entschuldigung, des französischen Staates, von Frankreich. Wer eins und eins zusammenzählen kann, was meint ihr denn, wie diese Kinder denn erzogen werden, was Frankreich angeht, seine Gesetze, seine Mentalität und Kultur angeht? Glaubt ihr, die Eltern, die erlebt haben, wie im Grunde genommen unter der Unterdrückung, ja, von Frankreich ihre Länder kaputt gemacht worden sind, Familien auseinandergerissen worden sind, ihre Länder eventuell geplündert worden sind, ja, und man sie sonst wie respektlos behandelt hat, woran diese Länder noch heute leiden. Gutes Beispiel, zum Beispiel Demokratische Republik Kongo und Belgien, ja, war ja auch eine Kolonie von Belgien. Aber wir sprechen jetzt mal unter Frankreich. Diese Leute kommen dann als Arbeiter irgendwann, ja, Generationen her, sind die irgendwann mal nach Frankreich gekommen, haben dort ihre Kinder großgezogen. Was meint ihr denn, was man den Kindern dann zu Hause sagt? Respektiere den französischen Staat, ja, sei ein Vorbild für die Franzosen? Nein, das bringt man den Kindern nicht bei. Ich sage euch ganz klar, was die Medien nicht sagen, ich sage euch genau, was man den Kindern sagt. Nimm dir in diesem Land, was du dir nur nehmen kannst. Entweder legal oder illegal. Nehme denen alles weg. Weil mit uns ist man auch nicht zimperlich umgegangen. Und das ist der Grund, warum viele dieser Jugendlichen in Gruppen abhängen, ja, in ihrer sogenannten von den Eltern mitkreierte Parallelgesellschaft, in der sie groß geworden sind. Stopp! Nicht alle, das muss man leider Gottes komischerweise immer sagen, weil es immer Leute gibt, ja, Menge, sie pauschalisieren alles. Nein! Aber der Großteil dieser Familien denkt genauso. Die scheißen auf den französischen Staat. Und da Frankreich ja nun mal, was seine Präsidenten angeht, nicht unbedingt Glück hat, also ich denke mir von dem kleinen Mann Sarkozy, hey, schöne Grüße im Knast, ja, oder an François Hollande, der auch im Grunde genommen eine Lachnummer war als Präsidenten, da haben wir jetzt einen Macron.
okay, ja, der es auch nicht besser macht. Und solange das nicht seitens der Politik erkannt wird, wird sich auch nichts verändern. Aber ich habe meine Hilfsbotschaft. Glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Es wird nicht mehr besser. Es ist zu spät. Ja? Genauso wie wir hier in Deutschland es verpassen, die jetzige junge Generation, die wir teilweise Generation Z nennen und, oder die verlorene Generation oder die Corona-Generation, whatever, was man sich da einen Namen einfallen lässt, die kriegen wir auch nicht mehr gerade gebogen. Es ist vorbei, es ist zu spät. Und wenn die Erziehung, weil wir so gern das Wort Demokratie nennen, nicht demokratisch zu Hause stattfindet, hey, shit happens mit Kongo damals oder shit happens mit Algerien oder was auch immer, die sind damals bei uns reingefallen und haben alles kaputt gemacht, aber wir sind jetzt in diesem Land angekommen, wir schreiben ein neues Kapitel. Also, Hass alles und Vorurteile weg, Junge, mach in diesem Land das Beste, was du daraus machen kannst und dann gehen wir nach vorne. Solange die meisten Eltern ihre Kinder nicht so freiheitlich demokratisch erziehen, und das ist in diesen Familien leider so, wird die Generation niemals zu 100% hinter der Tricolor-Flagge Frankreich stehen. Und das ist das, was man euch nicht sagt. Die Geister, die ich rief, gehst du irgendwo hin und machst jemand was kaputt und durch deine eigene Migrationspolitik lässt du im Grunde genommen die Generationen nach dem Kolonialismus in dein Land einreisen, dann hast du sicherlich nicht Freunde, die an deiner Tür anklopfen, sondern die sagen, jetzt holen wir uns, was uns zusteht. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich es erlebt habe, weil ich es regelmäßig höre. Und wenn ich mich mit Menschen austausche, sagen die genau das. Eine Lehrerin sagte mir mal, sie mögen Frieden ruhen, ich glaube, sie lebt nicht mehr. Prüfe sich, wer sich ewig bindet. Euer Serge Menga, euch noch einen schönen Restsonntag. Danke.